Die Sehschärfe schwankt, das Sehvermögen nimmt ab. Blendung und Lichtringe stören erheblich. Der Keratokonus. Ursache ist eine Verformung der Hornhaut. Wie ein Kegel wölbt sie sich hervor. Der Keratokonus ist eine ganz häufige Erkrankung an der Hornhaut, die insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene betrifft. Das Problem bei dieser Erkrankung ist, dass die Stabilität der Hornhaut geschwächt ist. Das hat zur Folge, dass die Hornhaut sich wie ein Kegel nach vorne ausstülpt. Und dieses Kegelartige macht eine schlechte Sehschärfe, die mit einer Brille nur unzureichend korrigiert werden kann. So, bitte bleiben. Die Augen nochmal weit aufmachen. Zu Beginn steht die exakte Diagnostik. Dabei kommt zunächst der Orbscan zum Einsatz. Das hochpräzise Messinstrument liefert eine detailgetreue Landkarte der Hornhaut. Ein weiteres Verfahren zur Diagnostik ist das Aberometer. Es misst die Brechkraft des Auges an über 50 Punkten und erfasst sämtliche Abweichungsfehler. Die Untersuchung mit der Pentacam liefert zusätzliche Informationen. So erhält der Augenarzt eine exakte Vorstellung von der Vorder- und Rückseite der Hornhaut, ihrer Dicke und Beschaffenheit. Wenn eine Brille nicht mehr weiterhilft, kommt die Vernetzung der Hornhaut in Betracht. Die Crosslinking-Behandlung ist ein noch relativ junges Verfahren. Ich habe das vor 15 Jahren in Dresden kennengelernt, weiterentwickelt und auch mit eingeführt. Ich darf schon zu Recht sagen, dass wir in Dortmund ein Zentrum für Keratokonusbehandlung sind, insbesondere ein Zentrum für diese Hornhautvernetzung sind. Der Eingriff wird ambulant durchgeführt und das Auge mit Tropfen betäubt. Zunächst entfernt der Operateur das Epithel, die oberste Zellschicht der Hornhaut. Nun wird Riboflavin aufgetragen. Es ist ein ungefährliches Vitamin, das als Farbstoff auch in der Lebensmittelindustrie verwendet wird. Entscheidend ist jetzt das UV-Licht. Es führt zu einer Vernetzung des Hornhautgewebes und dieser Effekt wird durch das Riboflavin verstärkt. Wie ein dreidimensionales Netzwerk werden die Fasern der Hornhaut stabilisiert. In der Regel reicht eine Behandlung dieser Art aus, um den Keratokonus dauerhaft zu stoppen. Über einen langen Zeitraum können wir sagen, dass die Sehschärfe sich etwas verbessert. Die ganze Hornhautoberfläche wird regulärer. Die Abbildungsqualität der Hornhaut nimmt zu, was zur Folge hat, dass die Patienten deutlich weniger Blendungsphänomene und Streulichtphänomene haben.